Beim Abendsäckchen im steilen Gelände geht es darum, dass man den Boden wahrnimmt, den Downhill annimmt und versucht, möglichst weit vorne zu schauen. 3-4 Schritte voraus sein, das hilft, um flexibel und agil unterwegs zu sein. Die Arme, die dürfen irgendwo bewegen, die dürfen als Takt- und Gleichgewichtsgeber unterstützend sein. Wir landen so gut wie möglich auf dem Mittel- oder Vorfuß, damit wir eine gute Stabilität haben und uns weniger verletzen. Je stabiler dass wir den Oberkörper haben und unsere Rumpfmuskulatur anspannen können, desto gebiger und runder können wir bergab rennen. Der Körper, der ist immer ein bisschen in einer Vorlage. Nur so können wir den Downhill akzeptieren bzw. können wir stabil und ohne Rutschen unterwegs sein. Die Stöcke, die sind abfedernd und die helfen uns, um mit weniger Schlägen bergab zu kommen. Das Wichtigste beim Abendsäckeln ist, dass wir Freude haben und das Geniessen, dass es richtig schnell gehen darf.